Eine herzliche Umarmung unter alten Bekannten. Liam Cunningham, Star in der Fantasy-Serie Game of Thrones, war am Dienstagabend zu einer Filmpremiere nach Böblingen gereist, um dort den 18-jährigen Syrer Husam al-Heraki zu treffen, den Hauptdarsteller im gezeigten Kurzfilm Halbnah. Cunningham hatte den Jungen in Jordanien kennengelernt, als er im Auftrag einer Hilfsorganisation um Verständnis für die Situation der Flüchtlinge warb. Beide hatten sich sofort verstanden und den Kontakt gehalten. Seit etwa 2 Jahren lebt Husam nun in Deutschland und besucht ein Gymnasium. Eigentlich hatte Cunningham dem jungen Syrer abgeraten, Schauspieler zu werden, doch dieser schlug alle Warnungen in den Wind. Ich dachte, dass er vielleicht ein Chemieingenieur wird wie sein Bruder. Und dann hat er gesagt, dass er darüber nachdenkt, Schauspieler zu werden. Und ich dachte nur, oh nein. Und dann hat er mir Fotos von sich auf dem Filmset auf WhatsApp geschickt. Und ich dachte, was? Er hat es schon getan? Und das in einer ganz kurzen Zeit. Und nun bin ich bei seiner Premiere mit diesen wundervollen Leuten. Es ist erstaunlich, sie können diesen Mann nicht aufhalten. Und wie sieht Husam seine Zukunft? Schule, ich werde halt mein Abitur erstmal machen und dann drüber nachdenken, was ich halt mit Schauspielen weitermachen kann. Das ist absolut ein Traum. Guck mich an, also ich bin absolut jetzt ein Schauspielerstar. Im Kurzfilm Halbnah spielt Husam al-Heraki den Protagonisten Jamil, der sich im Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen behaupten muss. Er bekam die Rolle auch deshalb, weil er sowohl Deutsch als auch Arabisch beherrscht. Der Film wurde von Schülern eines Sindelfinger Gymnasiums gedreht. Sie hatten zuvor den Jugenddrehbuchwettbewerb Tatort Bodensee und damit die Verfilmung ihres Skripts gewonnen.